Grüß euch Leute und wir sind heute wieder back. Letzter Versuch mit dem Road to Gold Motor im Purple Legacy Maxi. Wir schauen, wie schnell wir mit der Übersetzung vom Projekt Asphalt mit dem Motor fahren können. Und für das bauen wir das jetzt um. Ich bin Hinterreifen vom Projekt Asphalt schon da stehen. 19er Rätsel fahren und dann geht's los. Also ihr kennt es schon, das wird unser heutiges Arbeitsgerät. Nur die hintere Felge müssen wir leider austauschen, weil wir da eine größere Übersetzung drauf haben. Und wir haben leider ein bisschen einen Zeitdruck, weil die Sonne schon untergeht. Tags Factory wird sich das ausgeben bis zum Sonnenuntergang. Wir fahren in den Sonnenuntergang mit 100, was weiß ich, wie viel km/h rein. Aber ich glaube, über 100 werden wir kommen, oder? Wir haben umgehabt 15, 45 und sind gefahren. Tags, 79 km/h. 79 vorher? 71 km/h und jetzt kommt drauf. Ausgeht. Ich habe leider nicht über ein bisschen Schiss, sage ich. Ein bisschen Schiss habe ich. Ist das jetzt 18 oder 19? Ich glaube, das ist 19. Wie ist das Schicksal will? Geht es die Kaden von 15,45 sogar genau auf 19? Ja, leck mich am Arsch, sage ich dann nicht. Es wird zu arg. Ich glaube, dein Luftintake vom Tax Factory, den wird es das mit zerreißen, weil so viel Luft reinkommt, der explodiert. Und Tax ist der explosionsresistent? Ja, feuerfest. Okay. Also Tax ist soweit, ich habe meine Kamera drauf. Ich nehme euch wieder mit auf der GoPro. Es wird brutal wild. km/h. Aber irgendwas hat es mit der Abstimmung. Irgendwas hat es da mit der Düsen. Ich glaube, die kriegt zu wenig Sprit. Weil ich fahre da hin Vollgas und auf einmal irgendwann ist es einfach aus. Ne?
alle normal schon, weil ich meine, die frisst ja schon ordentlich, aber plätschert schon richtig, oder? Ja, ich weiß. Wir haben irgendein Problem mit Spritmäßig. Ich glaube jetzt, dass vielleicht zu wenig drinnen ist. Das gibt es jetzt aber echt nicht. Sie ist nicht so, jetzt pfeift der Scheißdreck da raus. Na, da unten, der ist nicht gescheit drauf. Da, hm? Jetzt habe ich es eh schon drauf gedacht. Der war nicht gescheit drauf, das war's, sag ich dir. Okay, ich brenne einmal gleich durch raus. Filmt. 103 km/h haben wir also gehabt vorher, obwohl der Sprit, irgendwas hat zu meinem Sprit gehabt. Jetzt habe ich mein Öl aufgehört, gell? Ja, oder ein bisschen schon. Warum brauche ich immer einen Joker zum Anstarten? Ja, das ist ein wenig ein Ding. Sonst sauft sich immer dazwischen, glaube ich, auch. Vielleicht ist es nicht wirklich der, weil es ist nur bei Vollgas. Wenn ich so dahin fahre, geht's. Komisch, oder? 106 km/h, genauso schnell wie damals. Aber ich glaube, wir lassen das lieber. Weil 106 ist eh schon so schnell, weil ich gar nicht mehr mitfahren will. Okay, Burschen, es ist leider jetzt schon finster. Wie ihr gemerkt habt, es hat irgendwas mit der Abstimmung. 106 km/h haben wir geschafft, das wäre noch viel mehr möglich gewesen. Dax Factory ist enttäuscht, oder? Aber durch das, dass es finster war, sprechen wir das auf. Wir haben wieder einmal 106 km/h geschafft.
wie beim letzten Mal. Und ich würde sagen, es war noch lange nicht alles. Es ist recht unheimlich, wenn man 106 km/h fährt. Selber Ort, selber Zeit. Das wird wiederholt. Selber schuld, ne? Selber schuld. Okay, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.